Hi und herzlich willkommen auf Björns YouTube-Welt. Ich habe euch letztes Mal eine Endoskopkamera von Anykit für Smartphone gezeigt. Dabei spielt es keine Rolle, ob für iOS oder Android. Hat beide Anschlüsse zur Verfügung mittels Adapter. Und heute hat Anykit mir wieder was Neues zugeschickt, und zwar eine Endoskopkamera, die ohne Smartphone funktioniert. Und man kann angeblich trotzdem Aufnahmen machen und Fotos schießen, und ein Bildschirm ist dabei. Schauen wir uns das mal an. Das interessiert mich. Es ist immer sehr interessant für Handwerker, solche Gadgets mal zu finden. Und jetzt kommen wir mal zu der wichtigsten Frage: Was kostet das überhaupt? 119,99 €. Okay, das ist ein Preis, den finde ich aber auch angemessen. Früher haben sie aber auch deutlich mehr gekostet, 119,99 €. Und aktuell sehe ich gerade auch, das Bild blende ich euch mal ein, man könnte da sogar noch einen 50% Rabattcoupon aktivieren. Also sind wir sowas um die 60 € rum. Bin gespannt. Also wir werden das nachher wieder in mein Waschbecken, in den Siphon reinstopfen. Für Autowerkstätten und sonstige Handwerksbetriebe, Dachdecker, die jetzt hier nach irgendwelchen undichten Stellen suchen, ist das immer ein sehr interessantes Werkzeug, und anscheinend für wenig Geld. Und ja, ich bin mal gespannt. Also für den Preis, krass. Okay. Packen wir das mal aus und dann probieren wir es anschließend aus, und dann, ja, sagen wir mal, ob das gut oder schlecht ist. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, Freunde, ich freue mich immer, wenn ihr ein Abo da lässt auf meinem YouTube-Kanal. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, wenn ihr eine Benachrichtigung wollt, und wenn nicht, dann macht sie einfach weg. Ich habe euch letztes Mal diese Kamera oder diese Art der Kamera gezeigt fürs Smartphone. Da musste man eine App haben. Hier soll das angeblich ohne App funktionieren. Das soll für Autos, Heizungen und Klimaanlagen, für hier Abflussreiniger, Gas, Sanitär und für Bauarbeiter sein. Aber es ist noch weitaus flexibler, als man denkt. Wenn man mal zu Hause hinterm Schrank gucken möchte oder so, ist das auch ein nützliches Gadget. Da muss man nicht den Schrank verrücken. Hier haben wir noch die ganzen Social Media Links, und die haben auch eine Website. Da haben die auch manchmal gute Schnapper. Einfach mal vorbeischauen. Dieses Produkt haben sie mir zur Verfügung gestellt, und einfach so, weil ich mache ja immer gerne YouTube-Videos. Ich habe kein Geld dafür bekommen, und ich möchte einfach mal wissen, ob das cool ist. Ich zeige dir immer so gerne Technik-Sachen. Ja, was haben wir hier? Schön eingepackt. Erstmal haben wir hier eine Karte mit Video-Tutorials. Da könnt ihr den QR-Code scannen, und das ist das Modell AN400. Und ja, da ist dann das Licht aus. Da müsst ihr mal kontrollieren, ob das richtig steckt und so. Das ist halt so eine kleine Anleitung noch für euch. Hier haben wir, das sieht aus wie ein Smartphone. Ach, hier, das ist das Gerät, womit wir das dann ganz einfach sehen können, ohne irgendwie ein Smartphone zu verwenden. Das sieht auch ziemlich robust gemacht aus. Frage ist, ist es wirklich robust? Das kann ich euch natürlich jetzt nicht sagen. Nur ist das besser, als jetzt ein Smartphone auf der Arbeit zu benutzen, weil das kann auch gerne für andere Dinge verwendet werden. Hier haben wir einmal ein Display. Grüne Akzente, ist das rutschfest? Rutschfest ist es nicht. Hier haben wir auf der Seite haben wir zwei Tasten. Das obere soll hier eine Kamera darstellen, das sieht man ganz schwer. Und das untere ist eine Leuchte, das wird wahrscheinlich für die Lichteinstellung sein. Hier auf der linken Seite haben wir noch einen Power-Button. Hier unten haben wir OK, hoch, runter, ein Zahnrad und ein M wie Memory. Auf der Unterseite haben wir eine Abdeckung. Da haben wir einmal einen Reset-Knopf. Dann haben wir hier eine Micro-SD-Karte, die ist schon dabei für den Preis. Wenn ich mich jetzt irgendwie auf die Schippe nehme. Was haben wir hier für eine? Wird jetzt wahrscheinlich keine Knallerkarte sein. 32 GB. Jo, ist schon ganz anständig. Solange das hier mit astrein funktioniert. Und dann haben wir noch anschließend hier einen USB-C-Ladeadapter. Okay, das ist wahrscheinlich, um dieses Display aufzuladen. Ich denke mal, wird natürlich mit Akku sein. Steht auch hier, Battery 2500 mAh, 3,7 Volt. 5 Volt, 2 Ampere zum Aufladen, ist ganz okay. Hier ist noch eine Folie drauf, die lasse ich auch noch drauf. Und hier drinnen versenkt ist nochmal ein USB-C-Anschluss. Hier haben wir eine Taste, dieses silberne, das kann man drücken, und dann geht dann hier drinnen, seht ihr das, auf der Seite der Taste, da ist ein ganz kleiner silberner Punkt, der bewegt sich, das ist ein Verriegelungsmechanismus. Wahrscheinlich, dass wenn man mal dran zieht, dass die Kamera nicht da drin stecken bleibt, wo ihr gerade nachforscht. Klingt ja alles sehr durchdacht. Dann haben wir hier einmal die Kamera selber. Schauen wir uns gleich mal an. Was haben wir hier? Ein USB-C-Ladekabel.
Wir haben hier wieder so diese Gadgets. Letztes Mal habe ich mich gefragt, was ist das? Das waren einfach so Zangen und Spiegel. Das haben wir hier heute. Hier haben wir zwei Dinge. Einmal irgendwie mit Magnet oder sowas. Ja, das ist was Magnetisches. Wenn euch mal irgendwo was reinfällt, könnt ihr das vielleicht wieder rausziehen. Ich guck mal eben, ob das wirklich ein Magnet ist. Oh, jetzt bin ich an mein Tischstativ gekommen. Oh ja, Tatsache. Guck mal, wenn euch irgendwo was reinfällt, ich kann hiermit sogar mein Original Schweizer Taschenmesser hochheben. Das ist schon ein sehr gut starker Magnet. Also für Autowerkstätten ganz interessant. Wenn da mal was irgendwo reinfällt, könnte man es möglicherweise hiermit wieder rausfummeln. Das ist schon ganz cool. Ansonsten haben wir ja hier nochmal den Haken. Wie bringen wir das Ganze an? Ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass wir das Ganze hier nochmal abdrehen können. Da muss man wahrscheinlich mit ein bisschen Schmackes dran, also nicht zimperlich sein, so wie man eine Schraube halt abdreht. Und dann haben wir hier die Kappe, um das Gewinde zu schützen. Ist schon sehr durchdacht. Und dann können wir hier den Spiegel vorsichtig draufschrauben, beziehungsweise nicht Spiegel, das ist ein Magnet. Und den natürlich auch richtig festmachen, dass euch der nicht auch noch verloren geht. Und dann müssten wir ja eigentlich mein Taschenmesser damit hochheben können. Na, so, dann könnt ihr das nämlich auch hier schön ziehen und da kann man schon echt Kraft aufbauen. Also wenn das dann über die ganze Länge so funktioniert, nicht schlecht. So, jetzt werden wir das gleich einmal hier anschauen, das Gerät, wie das sich hier so verhält. Jetzt können wir natürlich das Ganze hier auf dem Tisch einmal abrollen und ja, dann wieder zusammenrollen. Ist jetzt nicht so das, was ich machen möchte. Ich möchte jetzt einfach nur mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Schauen wir uns erstmal hier den Anschluss an. Es ist ein USB-C, das heißt, den könnte man in beide Richtungen reinstecken. Einmal so rum, guck mal, da können wir auch ziehen, dann kommt es erst raus, wenn wir da drauf drücken. Und einmal andersrum, das ist auch eine coole Idee. So, jetzt schalten wir das Ganze mal an. Na, ja, natürlich muss es Klick machen, also immer dran denken. Hier haben wir noch so eine Feder, sodass ihr das Kabel hier nicht abknicken könnt. Auch wunderbar. Dann haben wir hier zweimal hier Kabelsortiersysteme, die Klettdinger. Ja, mit der Zeit sind sie halt auch irgendwann aufgebraucht, aber da könnt ihr ein Stück Draht nehmen oder irgendwas als Handwerker. Das spielt nicht die Rolle. So, schalten wir das mal ein. Hier steht schön Anykit drauf. Und dann haben wir natürlich hier die Kamera. Das ist die Frontkamera. Und wir können ja jetzt hier die Helligkeit von dem Licht einstellen. Also drei Stufen gibt es. Jetzt möchte ich die Kamera einmal wechseln. Hier können wir das Bild einfach drehen. Kamerawechsel. Und wenn wir jetzt hier auf M drücken. Ach, guck mal, da machen sie dann wie die Wiedergabe. Ich habe das nämlich schon mal ausprobiert, habe ein Foto gemacht. Oder zwei. Ist in Full HD die Auflösung. Ich möchte aber jetzt trotzdem die andere Kamera. Guck mal, hier können wir auch, wenn wir lange drauf drücken, formatieren, Sprache einstellen. Welche Sprache haben wir? Englisch, Deutsch, Französisch, nein, Englisch, Deutsch, Chinesisch. Formatieren, die Version der Software und Automatic Shutdown können wir machen. So, wie wechseln wir jetzt die Kamera? Hier nicht. Ah, wenn wir lange hier auf die Kamera drauf drücken, einmal kurz drücken, macht er ein Foto und lange drauf drücken, wechseln wir dann die Linse und dann könnt ihr mal schauen. Ist halt jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, aber man kann das Ganze wohl auch aufnehmen und das werden wir gleich mal machen, wenn ich das Gerät wieder in den Abfluss reinstecke. Da werde ich euch das mal kurz einblenden. So, dann haben wir hier den Power-Button. Kurz drauf drücken passiert nichts. Dann haben wir ja hier, wenn wir hier lange drauf drücken, ändert er das ja und auch hier können wir die Helligkeit in drei Stufen schalten. An sich ist das ja okay. Kann es denn auch das, was das andere Gerät kann, wenn ich das in den Abfluss stopfe? Probieren wir das mal aus. Ja, Freunde, mein Bart kennt ihr. Ich habe vorher natürlich ein bisschen sauber gemacht. Das macht man halt so zwar nicht perfekt, aber ich denke, für den Zweck, den wir jetzt hier einmal demonstrieren möchten, reicht es hier. Muss da nicht hier picobello sein. Das Video gucken sich sowieso meistens nur Handwerker an und die haben schon wahrscheinlich die Hölle auf Erden erlebt in solchen Zimmern. Na, wollen wir nicht näher drauf eingehen. Ja, abgewickelt ist es.
Natürlich hier aufpassen, dass ihr nicht das Ding hier mit versenkt, das ist doch klar. Und dann stecken wir das einfach mal rein. Das ist jetzt hier ziemlich rund. Man kann es aber dadurch, dass es flexibel ist, auch anpassen, was man machen möchte. Wir sehen jetzt hier haben wir die seitliche Linse. Und ich hoffe, ich kann das jetzt auch irgendwie aufnehmen, weil hier haben wir jetzt die Kamera. Kann man denn da jetzt ein Video machen? So, wenn ich jetzt hier auf M gehe, das ist ja Modus umschalten, dann haben wir jetzt hier eine Videokamera. Und ich stecke das jetzt mal rein, drücke die Aufnahme, dann steht da unten auch Rekord. Ne, ihr seht das unten links, das rot blinkende. Und jetzt gehen wir einfach mal mit dem Mist hier rein. Sieht das wieder super aus. Da kriegt man direkt Lust auf mehr. Haare, Fett, Seifenreste. Sind wir denn schon im Wasser? Tatsache, wir sind auch schon im Wasser. Da haben wir ja, sehen wir hier die Luftblasen. Super, jetzt möchten wir ja einmal die Kamera umschalten. Müssen wir einmal die Aufnahme anhalten. Dann drücken wir lange drauf, dann wird gewechselt. Naja, Aufnahme starten. Wahrscheinlich ist es am Grund angekommen. Und so sieht es aus. Und dann können wir hier wieder raus damit. Also an sich das, was es sein soll. Ja, Freunde, schauen wir uns mal kurz an, was ich da gefilmt habe, ob die Bildqualität klar geht. Man muss immer bedenken, das ist jetzt ein Hochkantvideo. Und es ist einfach auch so, um zu zeigen, guck mal, da ist was kaputt, da ist was gebrochen, da müsste man was reparieren. Reicht das wahrscheinlich vollkommen aus? Ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität ist. Das werde ich anschließend im Schnitt sehen. Und wenn das wirklich die Funktion aufweist für 37 Euro, ey, da kannst du schon nicht schmeckern. Ist auch kompakt, kann man schön in eine kleine Tasche reintun, Werkzeugkoffer oder so, ihr wisst, was ich meine. Und Link ist dazu in der Videobeschreibung. Vielleicht ist es ein Affiliate-Link, vielleicht auch nicht. Kann sein, dass ich damit vielleicht ein paar Euro oder an Provision verdiene, vielleicht auch nicht. Mir geht es ja auch in der ersten Linie um Spaß, weil der Link war jetzt nicht irgendwie für mich geeignet, dass ich das machen konnte. Vielleicht kriege ich den ja noch. Ist auch nicht so schlimm. Ich freue mich immer, wenn ich was Cooles zeigen darf. Und ich sag mal, interessant, auch diesmal ohne Smartphone. Abschließend kann man dazu sagen, für den Preis von 119,99 Euro, also sagen wir mal 120 Euro, ist das schon okay, dass man sowas mittlerweile so günstig bekommt. Und ich sag mal, wenn das ein Jahr hält, ist das schon ein Schnapper, ne? Für so eine kleine Kamerafahrt durch ein Abflussrohr oder so oder durch eine Dachrinne ist das schon okay. Und ja, Daumen nach oben finde ich immer cool. Fragen dazu, ich hoffe, ich habe eigentlich alles beantwortet. Material habe ich euch ja eingeblendet. Ja, ich danke, Support ist immer cool. Abonnieren nicht vergessen, wenn du weitere Videos von mir sehen möchtest. Noch die Glocke aktivieren, wenn nicht, dann lass es einfach weg. Ich freue mich über jeden Support und ich danke fürs Einschalten. Ich sage ciao, euer Björn.